Ich übernehme 100 Stunden lang den FIFA-Account eines Abonnenten und das Video wird das beste Video, was wir auf unserem Kanal hatten bei den Ich übernehme Folgen, denn wir haben wirklich geistkranke Karten gezogen. Oh mein Gott! Wir werden auf jeden Fall sein Account upgraden, Weekly spielen, SBC spielen, die Träume verwirklichen, die Karten verwirklichen, was er auf jeden Fall haben will. Und ich glaube, es wird euch allen gefallen. Lasst für dieses Video auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. 2000 Likes sind das Ziel, Support nochmal richtig rein. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. 50.000 sind das Ziel und ohne viel zu reden. Viel Spaß mit dem Video, ihr seid die Besten. Wenn du der Nächste sein willst, der bei solchen Folgen mitmachen will, einfach auf Insta mir folgen, mir schreiben. Ich bin auch jeden Tag live auf Twitch, kann ich auch hier einblenden. Und zu EFC werde ich auf jeden Fall auch viel übernehmen. Aber jetzt ehrlich, viel Spaß mit dem Video. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMAXP. Hier bekommt ihr die günstigsten und sichersten FIFA-Coins mit dem Code ENSA nochmal 5% Rabatt. Also gönnt euch, erster Link in der Videobeschreibung. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall im Account. Der Teamname, er nennt ihn einfach alle abonnieren. Wir sehen auf jeden Fall gleich mal den Verein, die Spieler, die er hat. Mittlerweile kann man diese Spieler ziehen. SBCs und so gucken wir uns alles durch. Mal gucken, es wird auf jeden Fall zu EFC weitergehen. Und wir sehen auf jeden Fall erstmal 58.000 Münzen. Wir sehen das Mailand-Wappen, alle abonnieren, 58k. 13 Moments. Bei den 4 Packs habe ich 1 vorher über den Ziel schon bekommen. Aber das Team habe ich mir auf jeden Fall noch nicht angeschaut. Erstmal will ich mal sehen, was für SBCs es momentan so gibt und welche abgeschlossen hat. So, wir gucken mal die Spieler-SBCs. Rafael Leao. Rafael Leao 92, 91 kann man auf jeden Fall auch mal machen. Weiß zwar nicht, wie sein Team aussieht, aber die packen wir auf jeden Fall erstmal auf die Favoriten. Bei Bellingham müssen wir, ja, also schon ein gutes Rating abgeben, aber ist auch ehrlich gesagt machbar, keine unmögliche Karte. Danach haben wir noch Haaland, den können wir auf jeden Fall auch mitnehmen als Favoriten. Kimpembe mit einer 98, Alter, geisteskrank. Nur 90 und 88er Team kann man auf jeden Fall auch machen, Ødegaard. Und bei den Upgrade-SBCs, boah, 93 plus Icon-Spielerwahl, 1 von 5. Eine Tagesanmeldung haben wir. Dann würde ich auf jeden Fall gerne noch die 94 plus Footy-Spielerwahl SBC mitnehmen. 82 mal 100 könnte sehr, sehr krass sein fürs Futter, was wir hier brauchen können. 84 mal 10, 85 mal 10, 86 mal 10. 10 mal wiederholbar und 85 mal 10 ist einfach unendlich wiederholbar. Also wir können auf jeden Fall wirklich schon sehr, sehr viel machen. Wir sehen auf jeden Fall die ganzen Spieler bei den Icons, ne? Wenn wir es schaffen, eine 99er Karte zu machen, wer will. Uri 99. Ah, mal gucken. Okay, dann machen wir auf jeden Fall weiter bei den Zielen. Bei den Zielen. Mal gucken, was hat er so bei den Ziel. Jordi Alba, Sanchez hat da auf jeden Fall gar nichts. Oh, der hat ja gar nicht gezockt. Level 1, Junge, hä? Stadion-Items. Ja, so ehrlich, nichts Besonderes. Dann gehen wir auf jeden Fall erstmal aufs Team und jetzt, boah, ich bin gespannt. Er hat auf jeden Fall, Digga, das ist ein geisteskrank schlechtes Team. Er hat Leao, Barella, Saka, Maguire, Neuer. Hat er irgendwas im Verein? Bisschen Futter, nicht viel. Chelsea sehe ich gleich, Füllkrug sehe ich gerade. Bisschen Goldspieler. Also, ich sage euch offen ehrlich, mein Ziel wäre es, wenn dann gefühlt das ganze Team zu verbessern. Aber so auf jeden Fall, Theo kann man so lassen. Das ist so eine solide Karte als Linksverteidiger. Leao können wir vielleicht auch lassen. Aber sonst würde ich gesagt, also ehrlich gesagt, alles verbessern. Ich würde da schon gerne mal so ein paar klasse Banger-Innenverteidiger haben. So ein Koulibaly gibt es nicht mehr. Aber wenn man so guckt, so, ja, so ein, zwei gute Verteidiger bekommen wir hin, Alter. Safe. Dann Rechtsverteidiger im Sturm, Maguire und so kann man alle abgeben. Und ich glaube, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Aber, wir fangen auf jeden Fall direkt an mit einem 100k-Pick, was wir vorher bei den Zielen bekommen haben. Da war irgendwie so eine Vorlage-SBC. Und ein 85x10 haben wir. Auf entspannt. Und natürlich wird nur das Beste in das Video reingeschnitten. Weil bei den anderen Tagen, wo ich nichts gezogen habe und nichts upgraden konnte, lasse ich einfach durch. Deswegen, ja, wir gehen auf jeden Fall rein. Zwei seltenes Goldspieler-Pack. Und wir ziehen kein Spieler. Ah, Radikin, ja, Karte. Falls ihr die Champions League-Auslosung gesehen habt, ja, Union und so haben echt schon starke Gegner, ne? Union ist, soweit ich weiß, eine Gruppe mit Real Madrid und Napoli einfach. Das ist geisteskrank. 100k-Pack, was ziehen wir draus? Komm hier. Ja, wir ziehen einen Tots Moments. England, ja, das ist Tomori. Vielleicht dahinter irgendein Footies oder so, das wäre auch geil. Ja, das 100k-Pack ist, oh, die Quelbe, Tomori, ansonsten nur Schmutz. Ernst EA, ihr könnt jetzt dieses Time to Shine raushauen. Komm, wenn von rechts nach links geht, beziehungsweise von links nach rechts, das gibt mir auch immer ein bisschen Glück. Vielleicht sehen wir was, EA Sports gibt mir hier. Morini, Ndiaye, Kudus, Smolarek, hau den Footies raus im ersten Pack, komm. Das war überhaupt nichts, damit kann ich nicht leben. Ich glaube, die Spieler, die wir jetzt gezogen haben, die kommen alle in der SBC. Also mit dem kann man gar nichts anfangen. Und Carrasco ist einfach auch in die arabische, also in die Saudi-League gewechselt. Der Typ, was ist der, Bruder? 1993, der ist einfach 30, Digga. Ne, der ist jetzt 31 sogar geworden.
falls Mathematik nicht falsch war. So, ich gebe auf jeden Fall die Spieler so circa ab, die wir im Verein schon hatten, die wir jetzt gezogen haben. Aber ja, man kann halt ehrlich die ganze Zeit das eigentlich craften. Ich sehe nur auf 92 Rating. Junge, 92 Rating wollen die haben, Alter. Nehm gleich mich dazu. Die sollen mal ein bisschen chillen mit den Anforderungen, Alter. Ehrlich, das ist übertrieben. So, kann ich da ein bisschen noch Rating sparen? Ja, 93. Kann ich einen 87er oder so statt 90? Nee, lass mal 88 statt 90 versuchen. Auch nicht. Ja, so können wir abgeben. Erste 86 mal 10. Ja, wir hoffen natürlich auf Packluck und direkt im ersten Pack einen Spieler ziehen, der unser Team ab. Das wär's. Das Ziel ist auf jeden Fall alle 10, 86 mal 10 zu machen und gucken dann, was wir draus ziehen. Wir gehen ohne viel zu reden rein und ziehen jetzt. Ich ziehe jetzt CR7. Ich ziehe jetzt. Ohne viel zu reden. Hier, CR7. Warte. Das nimmt alles Zeit. Jetzt. CR7. Oh! Oh mein Gott! Was? Im ersten Deck Neymar? Ich kann das nicht mehr. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann das nicht mehr. Neymar im ersten Pack 4 Millionen Coins. Ich bin der absolute Boss von Ich übernehme. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Erstes Pack Neymar und Griezmann, Alter. Der kostet auch, okay, der kostet ehrlich nicht viel. Aber yo. Junge, wie geil. Also, boah. Also, yo. Das ist echt nice. Das ist verdammt nochmal crazy. Erste 86 mal 10. Und, Junge, wir haben innerhalb von keine Ahnung wie lang. Gestern habe ich auch schon drauf gezockt. Paar Packs gemacht. Wirklich nichts Gutes. Ich habe irgendwie Karten wie Neuer und so gezogen. Also hier. Karten, ihr seht, diese Karten hatte ich gezogen, habe da vorne Goldkarten im Team, ich habe ein bisschen gecraftet. Also wenn wir die Karten jetzt ansehen, Neymar, Griezmann, können wir eigentlich schon mal in das Startelf-Team packen. Und wir haben innerhalb von ein paar, Digga, einen Tag oder so. Oder ich weiß gar nicht, wie viel verlaufen ist, seitdem ich drinnen bin, welche Aufnahme ich verwende. Aber hier, boom, danach so und danach hier Neymar. Oh shit, der Typ wird sich so freuen. Er wird sich so freuen, ne? Geisteskrank, Alter. Ich würde mal so circa grob einschätzen, was ich bauen würde. Okay, als ZM bei ihm würde ich sehr, sehr gerne mal... Boah, was ist machbar? Ich weiß gar nicht, was momentan machbar ist. So ein Lorente wäre eigentlich ganz... Aber das war eine SBC. So ein Florenzi wäre eigentlich ganz fresh. Eigentlich Florenzi wäre ehrlich wild. Und sonst hätten wir als ZM eigentlich auch so ein... Ja, Gravenmesh ist ein bisschen Müll. Chalhanoglu könnte man auch spielen. Lemar eigentlich auch. Turam hat, glaube ich, eine SBC, ne? Also Turam hat, glaube ich, sogar noch eine SBC. Die kann man auf jeden Fall auch vielleicht noch mitnehmen. Carvalho? Innenverteidigung. Sieht eigentlich auch ganz wild aus. Ist das eine Karte, die mit jedem linkt? Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, ob die Karten mit jedem linken. Aber, ja, ich sage euch offen und ehrlich so, läuft ehrlich stark. Also wirklich im ersten Pack sowas zu ziehen, hätte ich niemals erwartet. Ja, ich bin so froh, ne? Als ob ich den gezogen habe. Barella kann man jetzt auch abgeben, den werde ich auch nicht mehr spielen dann. Dann, also diese ganzen Karten wie Vitinha können weg. Almada, Talisca, Borini, Guimares, die können alle weg, Bro. Also wirklich. Donnarumma, dann kann Gottit, wo ist Gott? Godwin, Gottit, kann auch weg. Munoz kann weg. Ja, bei Gnor, Rodri, Koulibaly mit seinem 40 cm Jib kann auch weg. Dybala, sehr, sehr schön. Okay, wir geben Barella ab, dann geben wir Vitinha ab, dann haben wir noch Almada. Ja, also ich sage ehrlich, läuft gut, Junge. Ich freue mich so krass, euren Account zu EAFC zu übernehmen. Deswegen folgt unbedingt schon mal auf Instagram. Das wird unnormal, ne? Also zu EAFC wirklich, wenn auseinandernehmen. Dann zack und danach zack. Oh, Junge, also ich habe echt zu viel Rating abgegeben. Goodwin, kann man auch hier. Ja, perfekt. Ey, Junge, wenn jetzt wieder ein Banger kommt, dann verlose ich eine PC-Karte. Ehrlich, wenn jetzt wirklich so ein Banger kommt. Diesmal machen wir es wieder mit der Schablone, ne? Vorher mit Neymar, ohne. Im ersten Pack einfach Neymar, ne? Das ist wirklich, das ist crazy. Komm, 86 mal 10. Es gibt das Ganze. Und jetzt. Gib mir meine Footies. Kane? Ja? Gib meine Footies. Her mit den Babys. Nein. Ah, diesmal nicht. Diesmal ehrlich so ein 0 von 10 Pack. Aber egal, wir haben im ersten Pack 2 gezogen, deswegen können wir auf jeden Fall auch zum nächsten gehen. Digga, die wollen für ein 82 mal 100, ein 2, also 2 92er Teams, 3 91. Sind die dumm? Die sollen mal chillen. So, ich weiß nicht, ob ihr es schon erkennt, aber ich werde dieses Mal meine erste Spieler-SBC schon machen. Und das, 90er-Team, da kriegen wir auf jeden Fall auch nicht mal so ein schlechtes Pack, soweit ich weiß. Prime Elect im Spieler-Pack. Ja, Mann, ich wollte schon immer so ein Pack öffnen. Ja, Goldschmieder im September. Yes, Lopez. Ich will euch sagen, aber Merkel,
hat einfach Identität gewechselt. Jetzt Alexander Merkel, nicht Angelina Merkel. Angelina Merkel? Angela Merkel. Was für Angelina Merkel. Er als Österreicher zu sein nicht gut. Und wir haben auf jeden Fall Rossi Pal vom Padat. Nee, vom Waldhof. Ui. Ui, Memo. Ui. ADS kriegt rein. Okay, wir brauchen jetzt ein 88er Rating. Sollten wir easy hinbekommen. Wirklich easy. Ja, Goodwin, Munoz, Garcia. Danach geben wir noch ein paar Goldkarten auf Lock. Also das auf jeden Fall geil. Und ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall euch auch auf die SBBs Anfang FIFA freuen. Denn da war es auf jeden Fall schon nice, ehrlich gesagt. Das wird schon sehr geil. 89er Team, ich habe hier ein bisschen zu viel Rating abgegeben. Ich packe einfach mal so eine Goldkarte rein. Hier Alba, Munyain, Baumann, easy. Sollte eigentlich klappen, Jungs. Sollte klappen. Hier, zack, zack. Warte, kann ich mal 85er reinholen statt 88er? Ja, 88er statt 90. Ja, wir sind Sparfuchs. Okay, easy. Okay, Freunde, ihr sollt es schon erkannt haben, um welche Karte es sich handelt. 98 plus Kim Min-jae. Der ist bei Fenerbahce rausgekommen. Einer der besten Verteidiger der Welt momentan. Und Kim Min-jae, seine Karte sieht wirklich sehr, sehr sexy aus. Ich bin mir wirklich nur nicht sicher, ob die Karte direkt drei Links gibt. Das werden wir auf jeden Fall jetzt gucken. Also Chemie halt. Das wäre unnormal wild, wenn wir da Chemie noch abbekommen. Hier, bitte. Gib mir uns drei Chemie und dann bin ich zufrieden. Oh, okay. Das war jetzt nicht geplant, aber gibt es... Ah, okay, doch, ich habe eine Idee. Es gibt ja die ein oder andere geile Footies Bayern-Karte. Und zwar Gravenberch. Ja, da gibt Kim Min-jae auf jeden Fall auch einen Link. Gibt es sonst einen Innenverteidiger außer De Ligt bei Bayern, den wir hier einsetzen können, der aber super Chemie gibt? Ja, De Ligt halt. Ich weiß aber nicht. Lacroix. Warte, kann man Lacroix sich kaufen? Ich muss da kurz gucken. Ja, Lacroix ist wahrscheinlich der SBC. Ja, wir gucken einfach spontan. Sonst inzwischen De Ligt, dass sie die Chemie haben. Danach können wir da so noch neuer reinkloppen und so. Aber ja, bis jetzt sieht auf jeden Fall ehrlich, also wirklich, wir haben gefühlt nicht viel gemacht, aber es sieht unnormal krass aus bis jetzt. Wir machen einfach mal weiter. Der Verein geht immer weiter. Lehrer? Ey, ich weiß nicht, ob ich heute gutes Deutsch spreche, ehrlich. Seitdem ich YouTube mache, spreche ich komisches Deutsch. Aber egal. Wenn ihr abonniert und liked, ist alles gut. Und jetzt ziehe ich eine krasse Footies-Karte, weil ich kann. Jetzt mache ich No-Look-Pack. Ich mache No-Reaction-Pack. Ja, ich mache No-Reaction-Pack. Oh mein Gott, ich habe Borini gezogen. Wir machen den Zwischenstep. Perfekt. Zwischenstep zu dem 85x10. Immer wenn ich motiviert bin und ins Pack gehe, ziehe ich einen krassen Spieler. Nose-Pack. Hakimi. Ey, Hakimi ist geil. Ansonsten ist das Pack unnormal Schmutz. Aber Hakimi? Nehme ich mit. Ansonsten gucken wir mal. Die Weekend League hatten wir gespielt. Sonntags schon. Nichts gezogen. Also Weekend League zu spielen ist momentan wirklich unnötig. Die Quali können wir auf jeden Fall für ihn dann die nächste Woche auch machen. Hatten wir irgendwas auf der Transferliste, was wir weghaben könnten? Radeki. Geil. Wollte ich schon immer haben. Sehr nice. Ehrlich. Drei Spieler gibst du ab. Sonst nur Goldspieler. Hast du nächste 85x10 SBC. Vorher war es so, dass du nur Special-Karten hattest. Aber jetzt ziehst du auch sehr viele Goldspieler. Verstehe ich zwar nicht, aber ja. Keine Ahnung. Team of the Season. Top. Spanien, LV, Valde. Und dahinter? Es heißt Red, Digga. Red. Was ist das für ein Scheiß-Pack? Und jetzt, Freunde, ich werde jetzt was Maximales machen. Wirklich. Da brauche ich aber meine Krücken dafür. Nur finde ich meine Krücken nicht. Ah, hier. Ich werde jetzt mit meinen Krücken ins Pack gehen. Weil... vielleicht bringt das auch Packlack. So, ah, by the way, ich habe meine Kreuzbandriss-OP Mitte November. Weil sie kein Insta-Stories mehr von mir verpassen wollt, immer Insta-Insta-FIFA. Also noch 2 Monate bis zur OP. Krückenpack. Frankreich. Ja, Klaus, Junge. Kleine Maus. Und dahinter? Alter Junge, ist das krass. War das ein 85x10? Also Martial nehme ich mit Kusshand mit und Depay. Starkes Packrücken, Alter. Nice. Okay, Junge, die Krücke. Die Krücke hat ein bisschen Mitleid mit mir. Es wird Zeit, Jungs. Es wird Zeit, Krücken-Comeback zu machen. Habibi-Krücke. Habibi-Krücke. Zeig, was du drauf hast. Bam. 86x10. Tots. Und dahinter ein Casemiro. Ich mache so von links nach rechts. Ja, das ist bodenlos. Wir haben auf jeden Fall wieder 1-2 Karten, die unser Team upgraden, ne? Also, die ich auf jeden Fall gerne spielen wollen würde. Und zwar, Freunde, Martial. Eine sehr krasse Karte, die ich gerne spielen würde. Ich sehe, Neymar ist kein Premium-Footies. Wollen die mich pranken, Alter? Wieso ist der kein Premium, hä? Aber da wir Hakimi gezogen haben, haben wir einen guten Rechtsverteidiger hier.
Problem ehrlich Kim Min-jae. Problem ist wirklich Kim Min-jae. Griezmann kann man eigentlich auch raustun, ne? Haben wir sonst irgendwas im Verein, was wir noch spielen könnten erstmal? Also ich sehe da wirklich nichts Spielbares erstmal, ne? Ja, schon alles so futtermäßig. Ach, rechter Flügel. Wir könnten auf dem rechten Flügel spielen. Der vielleicht nicht so teuer ist. Ich werde natürlich auch Coins aufladen. So eine Mio Coins werde ich aufladen auf jeden Fall. Deswegen kann man auch gucken, wie wir da sonst hinmachen könnten. Aber mir so Ligue 1 gucken, gibt es eigentlich eine Ligue 1 nur Messi. Und Messi würde ich eigentlich nicht so gern holen. So geile Bayern-München-Spieler. Gibt es geile Bayern-München-Spieler? Goretzka, Musiala, Kimmich, Sané. Sané war bei den Zielen. Das ist das Problem. Upamecano, Mané. Also es gibt immer noch so Sachen, die man machen kann, ne? Aber ehrlich, schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Boah, einfach wenn ich ins Tor einfach mal Bundesliga-Torhüter. Sagen wir mal, ich packe hier einfach mal Tapsoba rein. Ja, so Tapsoba gibt gut Chemie. Wegen Premium. Tapsoba. Und ja, Martial müssen wir, können wir eigentlich auch rausmachen, ne? Also wenn das nicht geht, können wir nur rausmachen. Und ZM vielleicht einen aus der Ligue 1. Oder einer halt, der linkt so erstmal. Da sehe ich aber auch, ehrlich, Tyram. Tyram, ja, kann man auch machen. Muss man aber nicht. Sonst ein Ferrati, Tots ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? So ein Ferrati ist eigentlich auch nicht verkehrt. Finde ich zum Beispiel. Aber auf dem rechten Flügel gefällt mir das zum Beispiel gar nicht, Digga. Cole, ja, mit den Coins kann man auch ein Eto'o holen. Das Problem ist die Chemie, aber immer noch nicht gut. Wir brauchen noch... Ja, dann packe ich Griezmann raus. Ich glaube, wir können dann auf Eto'o auf die rechte Seite inzwischen gehen. Oder dann können wir im Sturm vielleicht Griezmann raus, den auf die Bank legen und im Sturm einfach einen geilen Footies holen. So wirklich so eine geile Footies-SBC oder so. Haaland oder so können wir machen. Wir werden ja nach 1 Million Coins holen. Dann können wir auch Haaland easy machen mit den 1 Million. Haaland ist zwar Premium Footies. Das heißt, beim Haaland dann, da wenn wir den Manager auf jeden Fall auf Premier League wechseln, hier Thomas Tuchel, haben wir... Ja, moin. Scheiß drauf. Warte, wenn wir den Manager... Ja, ich glaube, Manager muss CDA sein. In den 3 Spielern, ja. Ja, soll auf jeden Fall CDA sein. Inzaghi, 29 Chemie. Hakimi, ja, also Leao oder Theo halt raus. Leao ist halt eine, ja, schon eine geile Karte. Würde ich gerne im Team haben. Aber man kann das halt immer noch wechseln hier mit Theo und so. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir machen weiter. Okay, okay, okay. Wo waren wir stehen geblieben? 86 mal C wieder, ne? Ja, da geben wir die Spieler ab, die wir haben. Natürlich hier wieder. Ja, erste Seite würde ich ehrlich nichts abgeben. Casemiro kam weg. Nesta kam weg. Gottfried kam weg. Galan, Orsolini, Riquelme. Hier Orsolini. Tomboli. Laporte, Rüdiger Abbe. Der hat so einen geilen Mercedes Brabus, Alter, ne? Also, was Autos angeht, hat Rüdiger auf jeden Fall einen mega Geschmack. So Mercedes, so eine G-Klasse Brabus oder so. Junge, das ist so ein krass Auto. Ich würde in ein Auto schlafen, wenn ich so ein Auto habe. Also, ihr müsst alle mal gerne abonnieren und liken, dass ich auch vielleicht irgendwann sowas fahre. Zack, zack, zack. 92 schon wieder. Junge, wieso immer so viel Rating? Warte. Vielleicht 90 statt 86 sollte reichen. Nee. 90 statt 87? Nein! 92 statt 90? Ja, chill mal. 90 statt 91? Ja, ernst, chill mal. Boah, yay, Junge, wieder so abbasiert. Come on, yay, please. Immer Tots und dahinter jetzt. Jetzt kommt das. Lampard, Kimmich, Haaland, Müller, Bosovic, Digga, Neves. Ah, ja, nimmt man mit, ist okay. Wir machen weiter, wir machen weiter, wir machen weiter. Zweiter Tag. So, Freunde, neuer Tag, neue Challenge, Junge. Gestern habe ich es da belassen bei dem letzten Pack. Ich kann dann nochmal zeigen, wie das Team so mittlerweile aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das reinschneiden werde. Wir sind immer noch 59.000, an den Coins habe ich nichts gemacht. Wir gehen mal erstmal ins Team rein, ich zeige euch momentan den Stand. Ja. Wir hatten Neymar gezogen, Kim Min-jae gemacht. Die Karten wollte ich auf jeden Fall noch machen. Also ich werde ihn auf jeden Fall am Ende dann noch wahrscheinlich Coins aufladen. Dann kann er diese Karten easy mitnehmen. Sonst können wir auch hier Griezmann eigentlich als rechter Flügel spielen anstatt Eto'o. Aber das kann er einfach dann easy, easy gucken. Wir machen auf jeden Fall weiter, Jungs. Weiter, 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 weiter. Und zwar wirklich gerne noch. Ja, die Spiel-SPCs können wir easy machen. Und zwar würde ich gerne eigentlich dieses 94-plus-Footy-Spielerball machen. Nur haben wir sehr, sehr wenige Spieler im Verein. Yeah, 85 mal 10. Kann ich ehrlich gar nicht aufzählen, wie viele Stunden ich das gemacht habe, auch im Stream komplett geballert. Stundenlang EA Sports. Erstes Pack, neuer Tag, neues Glück. Wir ziehen Brownie. Einfach Brownie. Und dahinter, warte. Und dahinter, Alter, was ist denn das für ein Schmutzpack? Ruben Neves Duplikat. Ui, nicht gut. Ich weiß, ob ihr es bemerkt habt, aber einfach in 15 Tagen spielen wir EAFC, Junge.
In 15 Tagen, Alter. Ich mach wieder ein Krückenpack. Ist mir egal. Ich mach wieder ein Krückenpack. Krücke bringt Packlack. Krücke. Diego Carlos. Stabiles Pack. Sehr stabil. Es wird wieder Zeit für ein 86x10, Jungs. Ich muss es wieder machen. Denn wir hatten mit unserem ersten Pack, was vorgestern, hatten wir Neymar 99. Und jetzt Nosepack. Wirklich, Nosepack ist der Shit. EA Sports, ich übernehme euren Account. Und wir ziehen England. Ich will Brownhill ziehen. Ich schon wieder Brownie, Junge. Ich kann diesen Brownie nicht mehr sehen. Und dahinter, wenn ich jetzt einen krassen Spieler ziehe, dann schreibe ich die nächste Frau, die in meinen Vorschlägen. Ach, scheiß drauf, Alter. Bringt dir nichts, ich werde nur blockiert. Captivia! Ohoho! Junge, geil! Captivia ist nice, Junge. Wir haben einen Linksverteidiger gebraucht. Und das ist wirklich wild. Freunde, da können wir Theo rausholen und haben unseren nächsten Footies. Der bringt Chemie. Auch wenn Leao dann komplett schlafen geht, der bringt Chemie. Kann der linker Flügel spielen? Nee. Ich glaube, ich würde mich dann dazu entscheiden, eventuell Leao rauszumachen. Eventuell das vielleicht so zu machen. Und auf dem linken Flügel wirklich eine geile Karte zu holen. Indem ich auf dem linken Flügel mir so ein Rafael Leao als SBC wäre geil, aber so, boah, wer könnte passen, Alter? Wer könnte hier perfekt passen? Modric hat Premium, der könnte eigentlich auch ehrlich passen. Ich würde es trotzdem feiern, wenn wir die SBC von ihm mitnehmen, aber das werde ich ihm überlassen. Am Ende werde ich die SBC machen und es gefällt ihm nicht. Das werde ich ihm einfach als Dreamscore oder so einfügen. Was gibt's hier sonst noch? Pulisic gibt es ja auch noch. Kvaratskhelia. Son gibt es auch noch. Son kann man ehrlich mitnehmen, ne? Haben wir eine Position? Wechsel für Griezmann, ja. 29 Chemie. Was passiert, wenn ich hier Donnarumma rein tue? Ändert das was? Oh, Donnarumma. Oder was passiert, wenn ich Oblak rein tue? Oblak ist Premium, oder? Nee, 30. Okay. Und was, wenn ich dann hier einen, spanische Liga-Dings rein tue? Habe ich auch 30 Chemie. Aber wenn ich dann Brasilianer nehme? Brasilianer sind schwierig. Ah doch, ich habe Brasilianer. Sogar Ligue 1. Kleberten. 29 Chemie. Das geht eigentlich. Ah, warte, nicht Liga. Ich muss La Liga Santander nehmen. Spanische Liga brauche ich. Habe ich kein spanische Liga-Dings im Verein? Ah, hier, La Liga Santander. Komme ich Chemie dadurch? 31 Chemie. Ey, so ist ehrlich geil. Also so. Ah, Bro, das ist crazy. Das Team ist echt nicht wiedererkennbar. Also so können wir Safe Call damit leben. 100%. So sieht es majeströs aus. Schau mal hier, Neymar, Griezi, Kimmich, Hakimi. Wir haben sein ganzes Team schon geändert, Alter. Und es kommen noch 1 Million Coins drauf. Ich werde jetzt das letzte 85 oder 86 mal 10 machen. Ich bin in dieser Folge oder letzten 2 Tage habe ich 1-2 Icon Packs gemacht und dadurch Shot gezogen. Und ich wollte das Futter nicht in diese Icon Packs verschwenden, weil man wirklich nur Scheiße zieht. Deswegen habe ich die ganze Zeit diese Packs mitgenommen. Wir haben auch relativ ehrlich unserem ersten Pack direkt Neymar gehabt. Aber sonst all in all war das Pack lag nicht so da. Eventuell könnte ich hier sogar noch auf 92 Rating kommen. Sehr schwierig. Aber warte, irgendwelche Spieler muss ich doch im Verein haben. Irgendeinen Spieler hier 86 vielleicht. Bitte ein 86er, der das Rating hochpusht. Bitte. Statt 82. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, noch ein 86x10 mit diesen Spielern mitzunehmen. Martial wollte ich sogar im Team spielen. Hat dann chemietechnisch gar nicht gepasst. Deswegen gucken wir auf jeden Fall dahin. Komm, scheiß drauf. Wir gehen ins Packline und jetzt wieder von rechts nach links. EA, bitte. Bitte, EA, gönn einfach eine geistkranke Karte. Grimaldo, Di Lorenzo, Cabella, Gonzalo, Mixa Duxa, scheiß drauf. Haaland, Maignan, nein. Roussillon, bitte. Nein. Ah, kein gutes Pack. Wir gehen in noch ein 85x10. Wirklich okay. Nochmal okay. Bitte, bitte, bitte. Einmal noch was Geiles, bitte, yay. Schade. Aber ja, Freunde, ihr habt gesehen, viele SBCs haben wir gemacht. Ich werde auf jeden Fall in dieser Folge die Karten nicht mehr machen, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Karten er will. Wir können ja daraus auf seinem Account noch einen Teil 2 machen. Ihr seht auf jeden Fall, wir haben sehr viele 85x10 Packs gemacht, viele 86x10 Packs. Ich bin nicht so auf diese Icon Packs 94 plus Footies Packs gegangen, weil da kommt nur Shot raus und das war wirklich raced, komplett raced. Und ich bin auch kein YouTuber, der Account übernehmen mag und da 500 Euro reinstecken kann und das verbessert ist, sondern ich grinde wirklich rein. Und es ist natürlich auch nicht schlecht, da Geld reinzustecken und die Accounts zu verbessern. Aber ich habe jetzt als kleiner YouTuber natürlich nicht so krass die finanziellen Möglichkeiten, bei jeder Folge was Krasses zu machen. Genau jetzt, Freunde, ihr seht das Team, wie es davor aussah und was wir geschafft haben, wirklich
aus seinem Team zu machen. Ihr seht auf jeden Fall das Endteam in 3, 2, 1. Boom, Freunde. Ihr seht 100 Stunden. Wir haben Neymar. Allein Neymar kostet uns schon fast 5 Millionen Coins, 4 Millionen Coins. Dann haben wir Griezmann, dann haben wir Cap de Villa. Plus noch, ihr seht den Coinstand. 1 Million Coins kommen drauf über meinen Link, über meinen Partner. Werde ich 1 Million Coins holen und damit kann er bauen, was er will. Mit den 1 Million Coins kann er sich auf locker Haaland mitnehmen und die Karten wie Gravenberg und so kosten eh nur mehr 100, 150k. Auf der Bank haben wir auf jeden Fall seinen Leao noch gelassen. Futtermäßig war das wirklich das Maximum, was wir rausholen konnten. Ein bisschen, ein paar 19 Karten hat er jetzt auf jeden Fall mehr im Verein. Ich sage euch offen und ehrlich, Freunde, da war ehrlich nicht mehr viel zu machen. Weekendig hat nicht gespielt am Sonntag. Habe ich bei 11 Siegen oder so beendet. Hat sich einfach nicht gelohnt, weil du ziehst halt wirklich gar nichts mehr. Und ich glaube, für diese Folge brauchen wir noch ein Abschlusspack. Sehr, sehr geile Folge geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wo ist das 85x10-Pack? Gibt's das nicht mehr? Ah doch, ja. Ich hoffe, das Video hat euch bis jetzt auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr beim nächsten Video dabei sein wollt, immer einfach kommentieren. Ey, Enza, ich wäre gerne dabei. Lasst da auf jeden Fall auch immer ein paar Likes da, Jungs. Ja, sehr korrekt für den Algorithmus. Ihr wisst, als kleiner YouTuber größer zu werden, ist momentan sehr schwierig. Wir sind nicht mehr lange vor den 50.000 Abonnenten. Ich werde auf jeden Fall unnormal Gas geben. Zum neuen FIFA-Teil werdet ihr sehr, 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 sehr viel Content von mir sehen. Denn das muss mein Jahr werden, wo ich wirklich als YouTuber eine noch krassere mediale Reichweite bekomme. Zum Abschluss dieses Videos, ein 85x10, wenn ihr zu Ronaldo kommt, seht ihr auf jeden Fall bald ein OnlyFans-Account von mir, denn das wäre einfach maximal krass. Ihr könnt eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie er das Team sonst hätte machen sollen. Und ihr macht euch gar keine Sorgen machen, die Coins lade ich zu 100% auf. Oh, Seedorf von Sokrates, gutes Pack, Alter. Die Coins lade ich auf jeden Fall 100% auf. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Und lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da. Ich bin auf jeden Fall raus. Wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Passt auf euch auf, haut rein. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, Enzo. Ne, Spaß, haut rein.